Ich werde jetzt erstmal aufs Klo gehen, weil ich muss nämlich ganz dringend mal kacken. Okay, darf ich etwas fragen? Sind Sie eine Hurensohn oder eine Hurensohn? Ich hasse das! Guten Tag, Herr Winkler. Ich bin Ellie Roy, Ihre Kontomanagerin. Fickt euch und lernt mal einen neuen Text, Alter. Servus. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Winkler? Ja. Ich bin der Rainer, mit Vornamen. Rainer mit AI, ganz wichtig. Und mein Nachname ist Winkler. Hallo, hören Sie mich? Ich bin Hallo. Rainer Winkler. Ja, mein Name ist Benjamin Hillmann. Ich bin Ihr Personalberater von Bitcoin Motion. Es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich vor kurzem bei unserer Plattform erfolgreich angemeldet und deswegen habe ich Sie angerufen. Ist das korrekt, ja? Genau. Und deswegen, ich möchte nur wissen, ob Sie verstanden haben, wie alles bei uns funktioniert. Haben Sie? Wahrscheinlich ja. Ach so, okay, super. So dann, wie ich verstanden habe, möchten Sie mit einem automatischen System probieren zu arbeiten, ja? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? 6 oder 7 Euro. Hallo. 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 Hey. Hallo, Herr Winkler. Hallo. Ja, guten Tag, mein Name ist Kevin Schmidt. Sie haben sich bei unserem Projekt angemeldet, um online Geld zu verdienen. Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung auch im nächsten Monat zählen, dass ich nächsten Monat auch entsprechend ein bisschen Kohle bekomme. Mit Kryptowährungen. Ja. Und weiter? Ja, ich bin ja Kontomanager dabei. Ich werde Ihnen erklären, wie das alles weiterläuft. Wirklich? Sagen Sie bitte, haben Sie vielleicht schon Erfahrung mit Onlinehandel oder Investments? So, das ist was Neues für Sie. Ja. Was heißt, ob ich es lange mache oder ob ich es oft mache, weiß ich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Bitte können Sie bitte lauter sprechen, ich höre Sie nicht. Ja, ich habe da mal reingeguckt, ich finde es ziemlich geil. Und das habe ich nicht irgendwie vorhin gemacht, sondern das habe ich schon vor längerer Zeit gemacht. Ich finde es ganz geil eigentlich. Mhm. Also aber, bei uns werden Sie mit einer automatischen Software handeln, das haben Sie gesehen, ne? Bei der Werbung. Natürlich ist es ziemlich beknackt, das ausgerechnet jetzt, dass ich das vorhabe. Aber das ist immer wieder so richtig typisch für mich. Haben Sie es gesehen, ja? Also Sie handeln ja mit einer automatischen Software, also mit einem Roboter sozusagen. Ja. Okay. Das kriege ich hin. Deswegen, ja, und alles läuft für dich automatisch und dafür brauchen Sie überhaupt keine Erfahrung zu haben. Weil, ach so. Dieses Programm macht alles für Sie selbstständig. Das, keine Ahnung. Was genau meinen Sie? Sie wollten bei uns Geld verdienen auf dem Finanzmarkt. Ist die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei ungefähr 3%, würde ich sagen. Was genau meinen Sie? Noch nie gehört den Begriff. Aber da bin ich wieder das ungebildete Kaninchen. Herr Winkler, Sie haben sich bei uns angemeldet, also ich hab damit um online Geld Erfahrung zu verdienen. Verstehen Sie das? Also ja. Ja? Und mit welchem Betrag wollten Sie bei uns einsteigen? Junge! Wie bitte? 6 oder 7 Euro. Herr Winkler, wie minimaler Betrag ist bei uns 250 Euro? 250 Euro? Ja. Okay, auf sowas kann man sich einlassen. Sie können es mit 250 Euro ausprobieren. Okay. Und weiter? Ja. Welche Karte benutzen Sie überhaupt? Benutzen Sie eine Visa oder eine Mastercard vielleicht? Mein PayPal-Account. PayPal-Account? Mein PayPal-Account. Und ein Girokonto haben Sie auch? Da gab es immer wieder andere Probleme, aber da möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Bitte? Das geht dich nichts an, würde ich sagen, oder? Leute, Finanzen, über Finanzen rede ich nicht. Ich habe über Finanzen noch nie geredet, außer irgendeinem Blödsinn erzählt. Herr Winkler, haben Sie ein Girokonto? Ja oder nein? Mhm. Und benutzen Sie auch Online-Banking? Gerade habe ich genau das Gegenteil gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Dann kann ich Ihnen die Bahndaten schicken für ganz normale Banküberweisung. Hörst du mir nicht zu? Stehst du auf pralle Eier? Hallo, Herr Winkler? Stehst du auf pralle Eier? Hallo.
Hi. Hallo. Warum machst du das? Hi. Sie mich hören? Ich bin Rainer Winkler. Hallo schon. Herr Winkler, haben Sie jetzt gerade eine Anmeldung gemacht beim Superstar Deutschland Höhle der Löwe? Ja, natürlich. Sehr schön. Haben Sie Interesse, weiterzumachen mit der Kontoaktivierung? Das ist richtig, ja. Okay, mit wie viel wollen Sie anfangen, bitte? 26,90, also Euro. Mit 19 Euro? Natürlich, klar. Mindestensbetrag ist 250 Euro. 250 Euro? Ja, so viel Geld genau. Habe ich. Haben Sie oder nicht? Ja, mache ich. Okay, haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich würde sagen, nein. Visa oder eine Master? Was zahlen Sie gern? Ich werde jetzt mal aufs Klo gehen, weil ich muss nämlich ganz dringend mal kacken. Okay, darf ich etwas fragen? Sind Sie eine Hurensohn oder eine Hurensohn? Du Wichser, halt die Schnauze jetzt. Hallo, hören Sie mich? Och Mann, was ist denn hier los? Das ist nicht mehr normal. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr Winkler. Ich bin der Rainer, mit Vornamen. Rainer mit AI, ganz wichtig. Und mein Nachname ist Winkler. Hallo? Hallo, ja, guten Tag. Hören Sie mich gut? Ja. Und weiter? Herr Winkler, ich habe bemerkt, dass Sie sind jetzt auf unserer Plattform. Das ist A richtig und B falsch. Ist das richtig, ja? Das ist richtig, ja. Ich bin Rat und Beraterin. Meine Aufgabe ist, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Konto zu aktivieren. Okay. Aber bevor... Ich möchte gerne wissen, haben Sie bereits Erfahrungen im Handel? Weil ich eben keine, weil ich halt keine Ding hatte. Keine kein Programm, was mit, Ich kann mir das nicht erklären, wie das genau funktioniert. Herr Winkler, es ist ein bisschen komisch. Sie sprechen mit mir oder anderer Person. Was machen Sie? Ja. Was machen Sie gerade? Das lasse ich mal unkommentiert im Raum stehen. Ich habe aber auch schon den Finger im Po gehabt. Komisch, okay, ich habe verstanden. Miami. Sie hören einen TV. Sie hören ein TV oder was? Du geiles Stück, du geiles. Okay, ich habe verstanden. Bitte hören. Es gibt nichts zu Jungs. Warum? Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo. Das ist echt eine solche Lachfigur, das weißt du schon, ne? Ohayo, grüß Herr Mas. Das ist japanisch und heißt so viel wie guten Morgen. Guten Tag, Herr Winkler. Ja? Ja, ich bin jetzt auch schon, das sieht man vor allem an meinen Haaren. Herr Winkler, hören Sie mich? Ich bin Rainer Winkler. Sie sind ja Rainer Winkler, ja? Ja. Hören Sie mich oder nein? Sagen Sie mir bitte. Aber ja. Ja? Herr Winkler. Ah. Hören Sie mich? Ja. Und weiter? Ja, sehr gut. Ich bin Sonmeier. Sie haben gestern auf mit Software-System Bitcoin Leopold Ihre Information hintergelassen, richtig? Genau. Sehr gut. Ja, ich bin Ihr Account-Berater. Ja, meine Arbeit ist Ihnen helfen, Ihnen etwas erzählen und erklären. Ja, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel oder haben Sie keine? Möchten Sie erstmal probieren? Habe ich durchaus schon gemacht. Ja, was haben Sie schon gemacht? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, wo ich hin soll, was ich sagen soll, was ich tun soll, keine Ahnung. Sehen Sie, haben Sie noch keine Konto, ja, noch keine Kryptokonto? Ich kann mich da auf jeden Fall mal drauf einlassen, habe aber sowas noch nie probiert. Ich höre Sie sehr schlecht. Können Sie noch einmal wiederholen, bitte? Das heißt, das, was ich eigentlich vorhabe, wird vermutlich ziemlich schwierig umzusetzen sein. Ja, sehen Sie, Sie haben keine Erfahrung oder haben Sie schon Erfahrung? Ja. Wo verstehst du deinen Zusammenhang nicht? Entschuldigung. Ja oder nein? Ja. Ja, Sie haben Erfahrung, ja? Und welche Erfahrung haben Sie? Ich bin selbstständig im Sinne von, wenn irgendeine Firma hier im Umkreis, die arbeitet,
mich anruft, die haben meine Nummer, zumindest ein paar verschiedene, nicht alle, nur zwei, drei Firmen, die haben meine Nummer, ja, meine Geschäftshandynummer, dann rufen sie mich an und sagen, pass auf, wir brauchen dir halt für 3 Stunden, kommst vorbei, fangen wir an. So, und so arbeite ich, ja. Das Ganze läuft auf Rechnung, das heißt, ich mache meine Arbeit, weil ich schon so viel gemacht habe, kann ich das meiste schon. Die holen mich, ich mache meine Arbeit, je nachdem, wie lange sie mich brauchen. Und Urlaubsvertretung ist das meistens, also Urlaubsvertretung. Hallo? Herr Winter, ja, welche Erfahrung haben Sie? Mit welchen Arten? Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung auch im nächsten Monat zählen, dass ich nächsten Monat auch entsprechend ein bisschen Kohle bekomme. Sie möchten auf nächsten Monat sprechen, oder was? Herr Winter? Nein. Definitiv nicht. Noch einmal bitte? Nein. Nein. Sagen Sie mir bitte dann, welche Erfahrung haben Sie, weil ich habe Ihnen nicht so gut gehört. Ja, Sie haben Erfahrung mit Öl oder was? Das geht dich nichts an, würde ich sagen, oder? Leute, Finanzen, über Finanzen rede ich nicht. Ich habe über Finanzen noch nie geredet, außer irgendein Blödsinn erzählt. Mhm. Ja, ich brauche diese Informationen nur zu wissen, ja, was kann ich Ihnen anbieten, ja, was kann ich Ihnen erzählen und so weiter. Ja, und welche Ergebnisse haben Sie, wenn Sie gern das sagen? Ich bin mal darauf einlassen, habe aber sowas noch nie probiert. Mhm. Ja, und wofür interessieren Sie jetzt? Sagen Sie mir bitte. Angeboten, Bitte? Ich höre Sie sehr schlecht. Sagen Sie mir bitte noch einmal. Wenn ich an meiner Zahnlücke nuschel ich manchmal ein bisschen, das regt mich richtig auf. Hallo. Ja, wofür interessieren Sie sich durch Finanzen? Gut. Herr Winkler. Ja, momentan nein. Ja. Moment, nein. Für Bitcoin, für Kryptowährungen oder wofür? Ja. Wofür? Für Kryptowährungen, ja? Ja oder nein? Genau. Ja, darum haben Sie angemeldet, richtig? Ja. Sagen Sie mir bitte dann, was wissen Sie, was kann ich Ihnen erzählen und Sie können mich auch ein paar Fragen stellen? Ja. Was möchten Sie wissen? Okay, auf sowas kann man sich einlassen. Ja, welche Fragen möchten Sie mir stellen? Wann hattest du das letzte Mal Kontakt mit einem Mädchen? Ob ich Kontakt mit Mädchen habe oder ob Sie Kontakt mit Mädchen haben? Okay. Was haben Sie gefragt? Wie ich verstehe, Sie interessieren nicht für Finanzmark, sie möchte nur lachen, ja? Lell. Ja, kurzum, ich hab gelogen. Ja, sehr gut. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, ach fuck, warum musst du so eine Scheiße abziehen, Kleiner, Alter, ohne Mist, ist solcher Kindergarten. Okay. Ach, ich spiel ein bisschen mit dem Soundboard rum. Alter, ich spreche deine Sprache nicht. Warum? Ich bin sexuell jetzt leider nicht so extrem erfahren. Nur weil ich in der Sonderschule war, bin ich nicht weniger intelligent als andere Menschen. Ich hatte in der Schule ja keine Möglichkeiten, mich groß zu bilden. Zum einen, weil ich zu blöd war.